Als Ahab an Deck stieg, musste er sich auf Starbuck stützen. Bis auf einen kurzen, scharfen Splitter war sein Knochenbein abgebrochen. Ja, Starbuck, ich muss mich auf dich stützen. Das tut gut. Hätte es öfter tun sollen. Doch keinen Knochen gebrochen, Sir. Doch, Stubb, siehst du nicht. Ganz in Stücke. Dennoch, der alte Ahab bleibt unversehrt. Auch wenn er sich die Knochen breche. Es hat nicht gereicht bei Moby Dick. Er hat sich mit dem Knochenbein genug sein lassen müssen. Ausguck! Wo ist der Wal? In Luf, Sir! Luf an, Starbuck! Ruf die Männer zusammen. Fedalafield, Sir. Den hat er... Lass dich das gelbe Fieber! Lauft! Sucht alles ab! Oben! Unten! Er muss doch da sein! Er kann doch nicht hin sein! Sir, ich sah, dass er sich in ihrer Leine vertörnte. Mir war, als hätte ich ihn auch untergehen sehen. In meiner Leine, sagst du? Hin. Das Wort klingt wie eine Totenglocke. Und dann die Harpune. Meine Harpune, für den weißen Wal geschmiedet.